Verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 N67137 Neuhofen. Telefon 06236 48 90 44 oder Mobilfunktelefonnummer 0178 817 2114. Willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Radio TV IBS Liberty. Standpunkte im Leben. Hartz IV und der sozialdemokratische Bundesstaat Deutschland. Im Zusammenhang von Hartz IV und Gerechtigkeit zu sprechen, ich glaube, das ist nicht möglich. Gerechtigkeit und Hartz IV schließen meiner Überzeugung einander aus. Ich denke, das weiß auch Bertelsmann, das weiß auch Bündnis 90, die Grünen, das weiß natürlich ganz besonders die CDU, CSU, die FDP und natürlich die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die Beobachtungen, die ich als französisch-deutscher Journalist in Deutschland und in Europa machen konnte, in Bezug auf die SPD ist, dass die SPD viel an politischem Vertrauen verloren hat mit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005. Und wen wundert es auch? Denn Hartz IV führt zu einer Benachteiligung von knapp 10 Millionen Menschen ohne Erwerbsarbeit in Deutschland. Gemeint ist die sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit mit tarifvertraglichen Konditionen, mit Mindestlohn von mindestens 10 Euro pro Stunde und natürlich den entsprechenden Einzahlungen in die Sozialversicherungssysteme, in die Steuersysteme. Erfreulicherweise, obgleich ich ja schon seit 1998 behindert bin aufgrund von chronischen Erkrankungen wie Asthma bronchiale, aufgrund von 3 schweren Unfällen, das war 1994 ein Autounfall auf der Autobahn A81, ich bin heute noch den Polizisten dankbar und das ist jetzt nicht nur eine Rede, weil ich weiß, dass Polizei und Verfassungsschutz auch meine Sendung anhören und natürlich auch unsere Redaktion überwachen. Das ist mir schon öfters mitgeteilt worden, auch aus Berlin. Wenn man sozialkritisch berichtet, dann steht man heute auf der Liste des Verfassungsschutzes und der Polizei und der Bundespolizei. Das ist kein Geheimnis in Deutschland. Das wissen sehr viele Menschen und mich wundert es auch nicht, dass Politiker der Die Linke und auch Journalistenkollegen aus Frankfurt und Berlin und aus anderen Städten, aus Rostock, dann einem darüber informieren, weißt du, dass du unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und der Polizei stehst? Mich wundert es nicht. Ich habe 9 Bücher geschrieben und veröffentlicht und ich habe sehr viel zum Thema Menschenrechte und Soziales berichtet. Und mich wundert es ganz und gar nicht, dass natürlich dann, wenn der Verfassungsschutz kritische Töne zur Parteipolitik von CDU, CSU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD hört, dass dann natürlich eine Überwachung stattfindet. Man könnte ja linksradikaler sein. Ich denke, inzwischen weiß auch der Verfassungsschutz und die Polizei, dass ich kein Linksradikaler bin. Obgleich beim Wahl-O-Mat mir öfters auch schon mal die Partei Die Linke empfohlen worden ist zu Landtagswahlen und Bundestagswahlen, aber noch gilt das Wahlgeheimnis, sowohl bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz als auch bei Bundestagswahlen. Gerechtigkeit und Hartz IV, das schließt meiner Überzeugung nach aus. Da kann ich keinen Zusammenhang feststellen. Größtes Augenmerk lege ich dabei auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Immerhin habe ich dazu 9 Bücher veröffentlicht und geschrieben. Eines davon ist Liberty in Peace Now, Human Rights Supporters. Liberty in Peace Now, Human Rights Supporters. Und ich betone hier Artikel 23. Es gibt das Recht auf freie Berufswahl. Im Artikel 23 heißt es, jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
ein wunderbarer Artikel, weil damit so vieles in Deutschland ja abgeregelt wird, was ja zum Teil auch im Grundgesetz wiedergespiegelt wird, was beispielsweise auch in der Diskussion, in der Debatte um die Einführung des Mindestlohnes geschieht. Denn hier steht es ja in Artikel 23. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Was ist es? Mindestlohn im Grunde genommen. Natürlich wäre es zu einfach, das jetzt auf ein Wort zu beschränken, in Absatz 2 des Artikel 23. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Sicher ist, jeder hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir wissen, dass es in Deutschland nicht so ist. Sonst müsste es mir als freiberuflich arbeitender und tätiger behinderter Journalist sehr gut gehen. Dem ist nicht so, weil ich eben als freiberuflicher Journalist keine Redaktion und auch natürlich weder Leser noch Hörer dieser Radio- und Fernsehsendung noch meine Leser in den Tageszeitungen oder Wochenzeitungen oder in meinem Magazin, British Newsflash Magazin, das ich seit 1986 herausgebe, dazu zwingen kann, meine Beiträge zu kaufen. Ich kann ja nur auf dem Markt in Deutschland oder in Europa bieten. Und die Menschen, die zuhören, bitten, kauft meine Bücher, kauft meine Artikel, kauft meine Radio- und Fernsehsendung. Und wenn die Menschen das machen, dann freue ich mich, dann hilft mir das auch, dann erhalte ich nämlich das Mittel, mit dem ich unabhängig arbeiten und wirken kann und dann auch nicht betteln muss, nämlich Lohn. Wenn wir diesen Anspruch schon erfüllt hätten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ich arbeite Tag und Nacht zum Teil als Journalist, als Herausgeber, als Verleger, als Moderator, jetzt auch in dieser Sendung, um diese Frage Hartz IV und soziale Gerechtigkeit zu beantworten, dann müsste ich ja im Umkehrschluss daraus, wenn wir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Deutschland tatsächlich in der Praxis umsetzen würden, den gleichen Lohn, das gleiche Gehalt wie Peter Frey vom ZDF erhalten. Oder wie Ulrich Wickert von der ARD, um ein Beispiel bekannter Journalisten zu nennen. Oder wie Peter Hane vom ZDF. Dem ist natürlich nicht so. Als freiberuflich tätiger Journalist erhalte ich zeitweise Einkünfte, die weit unter Hartz IV liegen. Zum Thema Hartz IV. In Hartz IV haben wir das Problem, dass Peter Hartz am 25. März 2007 öffentlich in der Bild-Zeitung einerseits ein Medium in Deutschland, ein Leitmedium in Deutschland mit mindestens, die Zahlen schwanken, 12 Millionen Lesern, andere sprechen von 25 bis 50 Millionen Lesern. Ich bin kein angestellter Journalist bei der Bild-Zeitung, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Leser die Bild-Zeitung tatsächlich hat. Ich bin mir sicher, dass die Zahl von 12 Millionen Lesern realistisch ist, wenn es nicht sogar mehr sind. Ich könnte auch mir vorstellen, dass es 25 Millionen Leser sind. Wir kennen das Phänomen der Bild-Zeitung, einer großen Boulevardzeitung in Deutschland, ein Leitmedium. Ein Mensch kauft sie und vier weitere Menschen lesen die Zeitung. Sie schreibt sehr plakativ, sie ist eine Boulevardzeitung, sie macht es kurz, übersichtlich, sie ist extrem schnell. Das ist ein großer Vorteil der Bild-Zeitung. Man kann sie also schon wundern, es gibt Meldungen, da ist die Bild-Zeitung viel, viel schneller als manche Agentur, die ihre Meldungen dann hinterher anbietet. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Redaktionsnetz. Insofern sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich finde die Berichterstattung in der Bild-Zeitung, diese Hassschüren gegen Menschen, die sozial benachteiligt sind, nicht gut. Wir hatten das ja jetzt erst am 17. oder 18. April 2011, dass die Bild-Zeitung wieder in großen Lettern Stimmung gegen Hartz-IV-Empfänger gemacht hat. Das finde ich nicht in Ordnung, denn das sind ja die besonders schutzbedürftigen Menschen. Ich glaube, das große Problem ist, dass die SPD sich damals auf ein falsches Konzept verlassen hat, was ja von Peter Hartz mit ausgearbeitet worden ist, doch nicht nur von Peter Hartz, wie wir heute wissen. Es ist kein Geheimnis, dass daran eine große Stiftung an dem Hartz-IV-Konzept mitgearbeitet hat, wie das im politischen Lobbyistenalltag von Berlin üblich ist, dass irgendwelche Lobbyistengruppen, Gesellschaftsgruppen, Wirtschaftsunternehmen Konzepte ausarbeiten, das Konzept vorlegen und Politiker es absegnen. Das ist ja kein Geheimnis, das wissen viele politische Beobachter in Berlin. Es spricht kaum ein Mensch, keiner so offen aus. Es gibt welche, die sprechen das auch inzwischen in alternativen Radiosendungen offener aus. Der Vertrauensverlust, den sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit Hartz IV eingefahren hat, ist meiner Überzeugung nach nur zu überwinden.
und auch das Stimmungstief für die SPD. Wenn Sigmar Gabriel oder Frank-Walter Steinmeier oder wer auch immer sich in der SPD zu höherem Berufen fühlt, vielleicht auch zum Kanzlerkandidaten, eingesteht, ja, das Konzept 2005 Hartz IV war ein Versuch wert, es war vielleicht auch unsere Überzeugung, doch wir können aus Erfahrung lernen und verabschieden uns von diesem Konzept, weil wir gelernt haben, es führt zu sozialer Ungerechtigkeit und weil wir als SPD eingestehen, wir können infolge von Rationalisierung, Automatisierung und Technisierung nicht Millionen neuer sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeitsplätze schaffen. Dann könnte die SPD, denke ich, einen ganz großen Stimmenzuwachs wieder gewinnen bei der Bundestagswahl 2013, bei den künftigen Landtagswahlen, weil dann würden die Menschen zuhören und vielleicht erkennen, ups, die SPD kann aus Erfahrung lernen und ist auch bereit, Fehler zuzugeben. Doch solche Worte, wie ich sie eben als Beispiel sagte, hören die Hörer und natürlich auch die politischen Wähler nicht. Und so bleibt der Vertrauensbruch und der Vertrauensmissbrauch weiter bestehen. Ich denke, für die SPD wird es allerhöchste Zeit, wenn sie tatsächlich noch bundespolitische Ambitionen haben sollte und vielleicht auch noch die Ambition haben sollte, Regierungspartei zu werden und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellen will. Es kann ja auch möglich sein, dass die SPD irgendwann einmal eine Kandidatin für das Amt als Bundeskanzlerin aufstellt und nominiert oder namentlich zumindest benennt. Dann wird es Zeit, glaube ich, dass die SPD erkennt und zugibt, wir haben auf ein falsches Konzept mit Hartz IV gesetzt. Wir gehen einen anderen Weg. Es gibt die Alternative bereits. Dieses Konzept kommt nicht von der SPD. Das Konzept kommt von engagierten Menschen, die sozialpolitisch frei, nicht parteigebunden engagiert sind. Es gibt auch die linke Politikerinnen und Politiker, die engagiert sind, die das Konzept unterstützen, das heißt das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich glaube, das ist der Weg für Deutschland. Denn ungeachtet dessen, ob man jetzt Angela Merkel heißt, ob man jetzt Mitglied der CDU, CSU ist, der FDP, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, also dieser ganz großen Mainstream-Parteien in Berlin, nenne ich das jetzt mal. Dazu rechne ich weniger die Linke, weil es ist halt eben nicht die ganz große Mainstream-Partei, sondern es ist mehr so eine soziale engagierte, vielleicht auch noch eine, ja, wenn Sie so wollen, eine Partei am Rande, an welchem Rande auch immer, linkspolitisch eben. Insofern würde ich die Linke nicht in die Kategorie als politische Mainstream-Partei einordnen. Ich sehe sehr viele interessante Konzepte in den Forderungen der Partei Die Linke und bin auch sehr überrascht von einigen klaren Stellungnahmen der Die Linke Politikerinnen und Politiker, die sich ja auch für Mindestlohn, für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen und engagieren. Ich denke, das ist die Zukunft. Das ist aber nicht nur ein Modell der Partei Die Linke. Das Konzept stammt von vielen Menschen, die sich in Deutschland Gedanken machen. Immerhin gibt es 82 Millionen Menschen in Deutschland und die denken auch nach. Die sind nicht so politisch uninteressiert, nicht so politisch desinteressiert. Die sind nicht so inaktiv, wie das immer so gerne dargestellt wird in Mainstream-Medien oder auch in politischen Kreisen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die engagiert sind. Das große Problem dieser Menschen ist, dass diese oder deren politische Arbeit nicht anerkannt wird, weil sie kein Parteibuch haben. Das ist das Problem. Die sind halt eben nicht Mitglied in der CDU, CSU, FDP, Bündnis 90 Grünen, diese klassischen Mainstream-Parteien. Diese Menschen engagieren sich parteilos für soziale und demokratische Belange, wenn sie so wollen, im Sinne des Grundgesetzes und nach dem Grundgesetz, wenn sie mal die Präambel des Grundgesetzes lesen und die 19 Grundrechte, dann werden sie feststellen, das steht da drinne im Grundgesetz. Deutschland sollte ein sozialer und demokratischer Bundesstaat sein. Und ich denke dann, wenn Deutschland tatsächlich in der Tat und Wahrheit noch ein sozialer und demokratischer Bundesstaat ist, dann ist es auch wichtig, sich zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens zu bekennen. Das ist die Zukunft, weil jedes Kind inzwischen in Deutschland weiß, auch natürlich Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Verfassungsschützer, dass es keiner Partei, ob CDU, SPD, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, also keiner großen der Mainstream-Partei gelingen kann, die Anzahl
der Millionen neuen Erwerbsarbeitsplätze zu schaffen, die sozialversicherungspflichtig und steuerpflichtig sind. Das kann keiner Partei gelingen. Das kann auch nicht mal Riesenunternehmen gelingen. Sie wissen, ich bin in Ludwigshafen am Rhein geboren und welches Unternehmen fällt uns als Riesenunternehmen ein? Als Weltkonzern natürlich die Firma mit den Farben Blau, die BASF. Die BASF hatte einen Stellenabbau von mehr als 10.000 Stellen in den vergangenen Jahren. Die konnten keine 9 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Erklären Sie mir bitte, wie es dann möglich sein soll, dass die großen Mainstream-Parteien Millionen neuen Arbeitsplätze schaffen sollen. Das ist nicht möglich, meiner Überzeugung nach. Und ich glaube, das wissen auch Politiker, Wissenschaftler, das wissen auch Polizisten, das wissen auch Staatsanwälte und Richter, die nachdenken und auch die Wahrheit noch aussprechen. Ich denke, da muss man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir wissen, dass es eine Rationalisierung gibt, dass es aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aus volkswirtschaftlichen Gründen, Unternehmen sind keine Sozialhilfevereine, zum Stellenabbau kommt. Und wir wissen alle, in jeder Schule lernt man das, sogar in der Hauptschule, dass es eine Automatisierung und Technisierung gab. Insofern ist das Bedürfnis für menschliche Arbeitskraft im Vergleich zum 18. Jahrhundert zurückgegangen. Folglich muss es ein Alternativkonzept geben und ich denke, das ist das Grundeinkommen. Sprich, jeder erhält monatlich im Sinne der sozialen Versorgung, Artikel 23, jeder hat das Recht zum Schutz seiner Interessen, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Das ist der Absatz 3. Und jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie einer der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Ich denke, so eine soziale Schutzmaßnahme kann das Grundeinkommen sein, indem wir sagen, die Leute erhalten 1500 Euro pro Monat, vielleicht auch 2000 Euro pro Monat. Und dann können die Leute auch wieder Geld ausgeben, können sich auch wieder eine Krankenversicherung leisten und können damit indirekt auch wieder dem Staat helfen, indem sie Steuern zurückführen. Denn das wird ja nicht steuerfrei sein, indem sie einkaufen und damit die Wirtschaft beleben. Und der wichtige Kreislauf aufrechterhalten wird. Einige von Ihnen wissen, dass ich seit 1984, seit meinem 16. Lebensjahr, als Journalist, als Rundfunkjournalist tätig bin, als Autor, als Herausgeber, als Mediengründer von Vorderpfalz aktuell beispielsweise. Die Menschen der Vorderpfalz wissen das auch, in Ludwigshafen am Rhein, einem Radio- und Fernsehmagazin. Und im zweiten Beruf als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger. Nun denken Sie mal, Sie haben einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Was werden Sie versuchen? Natürlich den Herz-Kreislauf-Stillstand zu erhalten. Das macht man mit der Herzdruckmassage, um einen Minimalkreislauf zu erhalten, bis man es schafft oder bis es gelingt, wieder den vollständigen, kompletten Blut-Körper-Kreislauf herzustellen. Wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird, beispielsweise durch Arbeitslosigkeit, durch fehlende Erwerbseinkommen, dann ist doch wohl ganz klar, dass irgendetwas abstirbt. Und wo würde man da gucken, wo würde man nachsehen? Natürlich in wirtschaftlichen Bereichen. Insofern hilft das Grundeinkommen nicht nur den Menschen, die das Grundeinkommen erhalten, also 82 Millionen Menschen, sondern natürlich auch dem Staat der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland im Insgesamten, wenn man jetzt die Wiedervereinigung von 1989 nicht außer Acht lassen. Und es hilft natürlich auch der Wirtschaft, denn wer Geld hat, kann es ja auch wieder ausgeben. Und der normale Mensch in Deutschland, in Anführungszeichen der kleine Arbeiter oder die Arbeiterin, Büroangestellte, der kleine freiberufliche Journalist, wie ich es bin, oder die Gesundheits- und Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpfleger, wird ja, wenn er Geld bekommt, es auch wieder in Deutschland ausgeben. Artikel 23. Jeder hat das Recht auf freie Berufswahl. Ich denke, das ist ganz wichtig für Deutschland und für die Menschen in Deutschland. Das ist so eine Einschätzung zu Hartz IV und manchmal habe ich Zweifel, ob wir dieses Grundprinzip des sozialen, demokratischen Bundesstaates Deutschland gerne beherzigen und dafür arbeiten und wirken, wie wir es sollten. Es ist wichtig, täglich dafür zu arbeiten und zu wirken. Es ist ähnlich wie mit dem Auto. Es gibt die Möglichkeit, man pflegt den Lack. Ansonsten wird der Lack halt eben abstumpfen und das Auto zerfallen. Und so ist es auch wichtig, Demokratie und Menschenrechte in Deutschland zu pflegen und sich beispielsweise für die Einführung des Grundeinkommens zu engagieren oder für soziale Bedingungen und demokratische Bedingungen in Deutschland zu engagieren. Soweit heute bei Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Mehr Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty finden Sie bei radiotvinfo.org oder bei
ibstelevision.org. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Klamm-Saberort.